Das sieht sehr gesund aus, muss ich sagen. Was gibt das? Ein Karotten-Sellerie-Ananas-Tofu-Salat. Oh, Tofu. Ja. Sind Sie Vegetarierin? Überhaupt nicht. Und ich habe auch mit Tofu eigentlich nie richtig was anfangen können. Weil Tofu klingt immer gleich nach Vegetarier. Klingt immer gesund, ne? Und schlabrig, ja, und nach gar nichts und so. Aber in dieser Kombination, also wenn man was ein bisschen Scharfes mit knackig, mit süß-sauer und die dann richtig, richtig würzt und gut anbrät mit Knoblauch, also, und so. Da bin ich jetzt extrem gespannt. Weil ich habe mit Tofu keine so guten Erfahrungen gemacht, aber man sagt mir immer oder mir wird immer wieder gesagt, du hast einfach nicht den richtigen, entweder nicht den richtigen Tofu gehabt oder du hast ihn nicht richtig gemacht. Man kann Tofu auch ganz toll machen und es schmeckt ganz gut. Ja. Und darauf bin ich jetzt richtig gespannt. Ich habe früher Tofu nie gemocht, weil das immer so, ja, irgendwie Bioladen und gesund. Und wir Kinder haben ja früher auch zu Hause nie Wurst bekommen oder Fleisch oder so, sondern immer Tatex aufs Brot und so, aufs Schulbrot. Ach ja. Dann immer schön versucht zu tauschen. Tauscht jemand Salami gegen Tatex? Oh Gott. War die Familie vegetarisch? Naja, vegetarisch ist eigentlich nur mein Bruder und mein Vater, weil er Fleisch nicht so gerne mag. Also einige Sorten Fleisch. Und es ging eigentlich hauptsächlich um gesund. Ach, um gesund. So. Apropos gesund. Ein Schlückchen Wein in der Küche soll sehr gesund sein. Das Darf stimmt. ich einen anbieten? Sehr gerne. Sehr schön. Gerne. Gut. Ich habe einen Riesling, Hochgewächs, trocken natürlich, Kochemer Klostergarten von Hommes, also aus der Mosel. Und da werden wir mal sehen. Weißwein passt ja super zu. Ich mache ja ein Lamm und dazu habe ich natürlich ein Schlückchen Rotwein, das muss sein, zum Lamm. Aber ich finde so beim Arbeiten so vorweg, roter macht mich dann doch schon zu müde. Und gerade Riesling ist ja leicht und da kann man ein Glas trinken. Und das Schöne ist, Riesling kann man auch, oder überhaupt Weißwein kann man offen eine Woche stehen lassen. Der bleibt gleich, der wird nicht schlecht. Bei Rot ist es ein bisschen gefährlich. So lange also, steht er aber bei mir nie. Das haben Sie gesagt. Schön. Oder? Da kann man doch. Also der würde auf jeden Fall nicht eine Woche beim Führung stehen. Darf ich dann bei mir auch nicht. Gut. Oh. Schön. Super. Also. Ja, ich mache jetzt hier die Ananas, kleine Würfelchen. Ich mache das alles schon mal vorher zusammen, damit es so Saft bekommt. Ananas. Was sehe ich? Das sind Staudensellerie. Genau. Knoblauch? Knoblauch ist nachher für den Tofu zum Anbraten. Nur. Der kommt dann, man kann ihn mit reinnehmen, man muss aber nicht. Mhm. Und die Zwiebel auch mit dem Tofu? Nee, die kommt frisch dazu. Die kommt frisch in den Salat. Mhm. Eigentlich sehr ungewöhnlich, Ananas und Zwiebel, oder? Würde ich erst mal so sagen. Ich habe auch ein Rezept in einem meiner Bücher, Zwiebel und Orange. Das ist ja auch zunächst sehr ungewöhnlich. Aber ich finde, das sind wunderbare Kombinationen. Finde ich super, ja. Nee, und mit dem Tofu wollte ich noch sagen, das war eben früher, mochte ich das gar nicht. Und dann bin ich irgendwann so Thailand-Essen-Fan geworden. Aha. Und die machen ja ganz oft was mit Tofu. Ja. Und da in der Kombination liebe ich das immer. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich überraschen, bin auch nicht voreingenommen. Im Gegenteil, bin jetzt also neugierig. Okay, dann hoffe ich, ich enttäusche das nicht. Jetzt mache ich hier mal Vinaigrette. Wer hat denn gekocht zu Hause? Mein Vater. Also eigentlich, es ist ja so, ich bin mit zwei Vätern aufgewachsen. Oh. Ja. Also meine Mutter lebt mit zwei Männern zusammen. Und der eine war eben die erste Zeit, als wir in die Schule kamen, viel zu Hause und war Hausmann, damit meine Mutter spielen konnte. Die ist auch Schauspielerin. Auch Schauspielerin, ne? Und mein anderer Vater ist Regisseur und war dadurch viel weg. Unterwegs und weg. Und wenn der Wochenende kam, so zweimal im Monat oder so, dann gab es Sonntag richtig
großes Essen, große Feier. Ja, genau. Und sonst war halt Schulalltag und dann ist halt mittags nach der Schule will jeder was essen. Mein anderer Vater ist Lehrer und der hatte damit mit uns so den Rhythmus. Und da ging es dann ums gesunde Essen. Da ging es dann so um das Gesunde. Und der andere Papa hat das sinnliche dann Essen wieder gemacht. Gebrochen ein bisschen. Aber es war eigentlich eine schöne Mischung. Es war, war so genau richtig. Ja. Sehr schön. Wir sind jetzt hier nicht davon abhalten. Ein Schneebesen. So ein haben wir hier in jeder Größe. Okay. Wunderbar. Das ist jetzt das, sozusagen die Vinaigrette. Ja. Das Dressing. Oder wie genau, damit man die Sachen schon mal so ein bisschen einlegen kann. Ja. Damit die... Aceto Balsamico. Den finde ich gut, weil der so auch ein bisschen süßlich ist. Das passt dann wieder eigentlich zu dieser Mischung aus, aus Ananas und... den etwas anderen Sachen, säuerlichen Sachen. Ich mag es immer sehr... kräftig. Ja, ja. Soll ich einfach mal loslegen? Gerne. Okay. Gut. Ich bin immer für neue Geschmackserlebnisse aufgeschlossen. Gut. Mir hat in Italien neulich jemand gesagt, ich wollte weißen Balsamico kaufen. War ganz entsetzt. Oh, Bianco, Balsamico, Bianco, niente, niente. Warum? Also das wäre kein Balsamico. Balsamico müsste dunkel sein. Ich benutze nämlich sehr viel weißen Balsamico. Und zwar einfach schon deswegen, weil ich auf grünem Salat das Dunkle nicht so gerne optisch. Nur optisch. Und dann nehme ich viel weißen. Aber er meinte dort, das war in Venedig, in einem kleinen Laden. Ich habe da abends für Freunde gekocht bei denen zu Hause und bin einkaufen gegangen und der war ganz entsetzt, dass ich weißen Balsamico will. Aber ich werde trotzdem weiter weißen Balsamico benutzen. Würde ich auch machen. Es gibt ja so ein paar Sachen, die man auf keinen Fall machen darf oder die irgendwie... Ich würde sagen, dass ich so parallel... darf ich schon mal anfangen mit meinem Lamm so ein bisschen? Das sieht so orgiastisch aus, es ist nur halb so schlimm. Ich habe so einen Lammrücken gekauft, mit allem drum und dran. Und dann habe ich erst mal gesäbelt. Hier sieht man so einen Teil des Abfalls. Okay. Ich habe also das Fett weggemacht und habe dann den Rücken sozusagen ausgelöst. Mhm. Und auch noch mal alles Fette abgeschnitten. Da ist immer noch so alles Mögliche dran. Habe jetzt mal zwei Rücken ausgelöst. Und die schneide ich jetzt in solche Scheiben. Wir brauchen vier, damit jeder von uns zwei hat. So, das so. Und jetzt kommt etwas ganz Verrücktes. Die werden jetzt... ein kleines Messer hier. Da werden jetzt Taschen reingeschnitten. Aha. Ne? Ah, okay. Und die fülle ich. Okay. Das ist ganz... Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich muss sagen, ich habe das neulich zum ersten Mal gehört und war gleich sehr, sehr gespannt, das ausprobiert. Und ich muss sagen, das hat ganz toll funktioniert. Und werden die denn zugemacht, irgendwie auch die Taschen? Das wird paniert. Und durch die Panade hält das zu. Ah, okay. So. Ist das Salz in dem Schälchen? Ja, dann mache ich hier noch das zu Ende kurz. Ja. Und werfe das so, also zusammen. Jetzt habe ich. Ja, ich brauche das auch gleich. Das mal weg, diese. So. Ja, und jetzt habe ich gemacht. Parmaschinken, sehr italienisch, Parmesan, sehr italienisch und Minze. Aus diesen dreien habe ich eine Mischung gemacht. Und das fülle ich jetzt da rein. Super. Und das ist ein eigenes Rezept? Oder nein, ist ein, das habe ich gehört, davon habe ich gehört, das hat mir jemand erzählt. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Und da habe ich das sofort zu Hause ausprobiert. Ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Das drücke ich so ein bisschen rein. Ah, der Salat wird auch da hinten. Ja. Sehr gut. Ach, das sieht super aus. Ne, so. Und das auch noch. Und da ist es eben, dieser Lammrücken ist schön, weil das so... so genau die richtige Größe, wenn das jetzt so gibt, das solche so und die werden jetzt richtig wie ein Wiener Schnitzel paniert. Das heißt, ich brauche
Paniert habe ich auch noch nie. Das interessiert mich jetzt, wie das. Das brauche ich Mehl. Und das Mehl wird gesalzen und gepfeffert. Das hab ich auch noch nie gehört. Habe ich alles da gelernt. Man lernt nie aus. Das finde ich so schön am Kochen. Man glaubt, man hat alles schon mal gemacht und auf einmal erfährt man ganz was Neues. Also statt das Fleisch zu salzen, ist das jetzt hier drin. Und Semmelbrösel. So, also jetzt zuerst kommt das, wird das gewälzt in dem gesalzenen Mehl. So. Ne? Schön. So. Ich mache mal meine Pfanne an. Mit ein bisschen Olivenöl. Ach, das ist gut, dann mache ich meine. Soll ich ihr auch anmachen? Ja, genau. Meinen Tofu brate ich in Rapsöl an. Ah ja. Das ist irgendwie. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das sehr gesund ist. Und ja, Rapsöl soll sehr gut sein. Und finde für so nicht so ganz eindeutig für Olivenöl sprechende Sachen, finde ich das ganz gut. Rapsöl. Ich finde so schön diese Rapsfelder, wenn man so durchfährt. Diese gelben, ist das nicht ein Traum? Das ist herrlich. Also wunderschön. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Ich bin ja früher auch viel Autobahn gefahren, weil ich beim ZDF in Mainz war. Die erste Zeit hatte ich noch mal eine Wohnung in Stuttgart. Bin jedes Wochenende gefahren. Nie habe ich sowas gesehen. Und seit ein paar Jahren überall diese herrlichen Rapsfelder. Toll, ja. So, das war jetzt das Mehl. Jetzt kommt das ins Ei und dann gleich die Semmelbrösel. Ach, es ist Mehl, Ei und dann die Brösel. Ja. So ist das auch beim Wiener Schnitzel. Okay. Also ich muss wirklich sagen, dass man Lamm paniert, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Deswegen war ich so neugierig und fand das irgendwie so spannend. Immer wieder mal was Neues. Mm. Und es schmeckt wirklich ziemlich gut. Ich meine, wenn man denkt, Parmaschinken, Parmesan und Minze, das kann ja nicht schlecht schmecken. Obwohl Minze ungewöhnlich ist. Also ja, aber Lamm und Minze. Lamm und Minze ist eigentlich schon zusammen, das aber in Verbindung jetzt mit Käse? Ja, wie gesagt, oder? Das ist das Neue. Das ist das Neue. Lamm und Minze machen ja auch die Engländer. So. Ups. Ah, jetzt kommt da der Knoblauch. Das mache ich eigentlich nur, um dem Öl so ein bisschen Geschmack zu geben. Ja. Gibt's denn, kommt denn die Familie, ist die noch sozusagen intakt? Trefft die sich noch manchmal? Oder sind alle aus der, in alle Welt zerstreut? Bei so einer Schauspielerfamilie ist das doch. Naja, also es sind alle mehr oder weniger schon zerstreut. Meine Brüder und ich, wir wohnen in Berlin. Und meine Eltern haben aber ein Haus in Kassel. Ah ja. Das ist da immer noch. Und wir treffen uns aber regelmäßig, entweder an den Geburtstagen oder so. Und wir haben vor allem eine schöne Regel, dass wir immer zusammen in Urlaub fahren. Oder beziehungsweise meine Eltern buchen ein Haus in einer Zeit, wo ja ungefähr klar ist, da können alle. Ja. Und dann kommen die alle hin. Und da kommen wir dann alle zusammen. Oh, wie und das schön. Das ist wahnsinnig schön. Und es gibt eben einen Ort, da wird natürlich auch gekocht. Da wird natürlich ganz viel gekocht. Also wir fahren sehr häufig nach Norwegen. Da gibt es ein ganz schönes altes Fischerhaus, was meine Eltern regelmäßig mieten. Da war ich früher ein paar Mal im Urlaub. Und das ist schön. Wahnsinnig schön. Wenn das Wetter einigermaßen ist. Und da gehen wir eben dann fischen, wir Kinder mit meinem Vater. Und dann abends gibt es immer Fisch. Selbstgefangener? Ach, wirklich? Ja. Ja. Ach, toll. Da kann man ganz toll einen Seelachs und Makrele, wenn man Glück hat. Dorsch. Und das ist natürlich wirklich noch ein Naturerlebnis. Wenn man abends einen Fisch essen kann, also erst mal kochen, dann essen kann, den man selbst gefangen hat, das ist was sehr Besonderes, oder? Ja, das ist ganz toll. Früher gab es immer so ein bisschen Krach ums Ausnehmen, weil
Fische fangen fanden alle super und Fische ausnehmen nicht wollte so sehr. Und schuppen und wollte so. Dann keiner. Und wer macht das? Das hat früher eben immer nur ich gemacht. Ich war die Einzige, die sich da rangetraut hat. Das kleiner machen? Kleiner ein bisschen, ja. Und naja, und irgendwann habe ich dann halt gesagt, also wer nicht ausnimmt, der darf auch nicht mehr mit aufs Boot und fischen. Und habe irgendwelche Regeln aufgestellt. Und dann haben es zumindest alle mal probiert. Ach ja, ist ein bisschen Fummelarbeit, aber so schlimm ist es ja, doch nicht. Ja, und meine Brüder sind auch so ein bisschen Etepetete. Das ist ja witzig, dass Jungs manchmal so... Den ist das dann gruselig. Und die sind auch in Berlin? Ja, mit meinem kleinen Bruder wohne ich zusammen. Also klein. Nicht. Er ist 3 Köpfe größer als ich, aber er ist 3 Jahre jünger als ich. Ah ja. Mit dem habe ich zusammen eine Wohnung in Berlin. Ach ja. Ja. Und kocht er auch? Nee, der ist, also es gibt, sein Leibgericht ist Pasta. Mit allen Soßen, die es gibt. Er ist aber Vegetarier. Ach, der ist voll Vegetarier. Genau, richtig. Genau. Der war auch eigentlich der Grund, warum uns damals dann die Wurst weggenommen wurde. Ah. Weil, ja. Nee, und der lässt sich sehr gerne bekochen von mir, was ich sehr genieße, weil... Ja, ich habe mal so ein Jahr alleine gewohnt und das macht keinen Spaß. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also wenn ich allein bin, mache ich mir ein schönes Brot, gutes Butterbrot mit Käse, mit Schinken, mit irgendwas. Ganz, wenn ich schon also sehr weit gehe, mache ich mir ein paar Spaghetti vielleicht. Aber noch nicht mal mit einer Soße, nur mit ein bisschen Butter und Salbeiblätter oder sowas. Genau. Also erst ab 2 wenigstens. Ja. Dann macht es Spaß. Ne? Aber für ihn macht es wahnsinnig Spaß zu kochen, weil er ist ein Genießer. Und naja, er findet es dann herrlich, neue Sachen auszuprobieren und so. Und Fisch isst er eben. Das ist auch das Gute, weil Fisch esse ich auch sehr gerne. Also kein hundertprozentiger Vegetarier, sondern Fisch. Tu mal so ein bisschen Öl oben drauf, weil die so ein bisschen trocken geworden sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ich könnte jetzt eigentlich die Nüsse da dazu tun. Es kommen ja auch noch Walnüsse rein. Ja, ja. Ja. Auch ganz lecker. Ja, warum nicht? Besser als so pur. Ich probiere jetzt heute einfach noch mal ein bisschen. Das ist schön, ist doch toll. Also wenn man so gerne kocht, was sie offensichtlich tun, und so gerne gut isst, dann ist das sicherlich bei den Dreharbeiten mit dem Catering eher ein bisschen frustrierend. Aber gut, da steht die Arbeit im Vordergrund. Naja, es ist mal so, mal so. Also es gibt schon inzwischen ganz tolle Catering-Firmen, die wirklich in dem kleinen Wagen Sachen zaubern. Das habe ich auch schon. Da ist man ganz verblüfft. Und auch gehört. So, ja. Aber leider ist es doch bei vielen Produktionen so, dass sie dann eben dafür nicht so richtig Geld hergeben wollen. Naja, so. Gespart wird überall. Und es schlägt aber sofort aufs Gemüt. Also ich meine, ich bin sowieso ein spezieller Gerne- und Gutesser, aber ich glaube, für alle ist Essen so wichtig bei der Arbeit. Ja, und, gut essen vor allem. Eben, es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie schnell sich was reinzustopfen. Vor allem wird man dann müde nach der Mittagspause. Gut essen, ne? Und ich muss sehen, dass meins hier nicht zu sehr anbrennt. Ja. Auf der anderen Seite muss es ja gar werden. Ich habe es schon auf kleinster Flamme. Kleiner geht es leider nicht mehr. Jetzt überlege ich. Sollen wir die Platte tauschen? Vielleicht ist meine kleiner. Ja, die ist kleiner. Ja, okay. Genau, dann gehe ich hier rüber, weil meins kann ruhig noch ein bisschen krosser werden. Nee, aber meistens ist es dann doch so, dass es Catering-Firmen gibt, die dann wirklich, also vor allem ich finde es immer wichtig, dass es Salat gibt. Und aber sie kochen sich nicht, ich kenne Kolleginnen von Ihnen, die nehmen sich richtig eine Kochplatte mit. Und kochen sogar, wenn sie im Hotel sind, sich selbst was. Naja, das ist, kochen tue ich mir da auch nie was. Aber was immer mitkommt, wenn ich im Hotel bin, ist so eine kleine Herdplatte, die man einstecken kann. Ja? Und das ist genau passend für meinen Espresso-Kocher. Und dazu habe ich noch so einen kleinen Milchkocher, mit dem man dann Milch schäumen kann. Damit ich mir auch morgens um 10 nach 5 meinen Milchkaffee machen kann. Oh, das ist toll. Ich räume mal so ein kleines bisschen auf hier. Ja. Jetzt muss ich das hier einmal umwirbeln. Ja. Nee, das muss sein. Und das ist leider in vielen Hotels halt das. Nee, also. Da gibt es dann vor 7 gar nichts. Es gibt eine Steigerung zum schlechten Kaffee. Das ist der Tee im Hotel. Da müssen Sie mich mal fragen. Ja. Oh, ich bin ein Teetrinker. Und ich muss Ihnen sagen, in Hotels und auch in Kaffeehäusern so selten.
Und dann ist das Verrückte, wenn Sie im Hotel runtergehen in den Frühstücksraum, dann kriegen Sie frisch gebrühten Tee. Mhm. Aber wenn Sie auf dem Zimmer frühstücken, da kommen die mit so einem Beutel. Und der ist lauwarm. Das ist das Entscheidende. Ja. Das Schlimme ist noch nicht mal der Beutel, sondern er wird nicht mit kochendem Wasser gebrüht. Ja. Und die Engländer sagen ja, the pot must go to the kettle. Also der Tee, die Teekanne muss zu dem heißen Wasser, wie heißt das, wo also das heiße Wasser drin gemacht wird, das muss richtig kochen, wallend kochen und dann auf den Tee. Ne? Oh je, mir brennen die Nüsse an. Ich mach's, den machen wir doch zu groß. Oder ich gehe hier auf die ganz kleine. Hier gibt's eine ganz kleine. Ja. Aber nicht, dass sie so. Ich probiere mal einfach, wie jetzt das gucken hier gucken wir mal, wie es hier bei mir aussieht. Sich an. Läuft. Mhm. Ja, das geht aber noch. Ja, nee, verbrannt ist es noch nicht. Nein, nein, aber man muss aufpassen. Ne? Ich glaube, ich habe es ein bisschen versalzen. Ja, ich dachte eben schon, so das zweite sehr großzügig, habe ich gedacht. Na, mach nicht. Verliebt, verliebt. Ja, offensichtlich das stimmt verliebt. Allerdings. Ja, na, wunderbar, so schön. Darauf trinken wir. Dann probieren wir doch mal den Salat. Ja, dann stelle ich das auch mal rüber. So, ich glaube, meins müsste soweit sein. Nee. Ich mache das jetzt mal auf. Nee, ist noch nicht. Welches ist denn jetzt meine? Diese, ne? Ja. Ah, okay. Dann wird das nicht mehr. Na, die waren doch sehr dick und die brauchen. Ja, dann mache ich mal so eine kleine Probierportion. Na, da bin ich doch jetzt gespannt. Da bleiben wir noch beim Weißen, glaube ich, oder ja, dazu? Ja, das passt sehr gut. Und jetzt mal davon. Wo habe ich denn jetzt meinen? Was fehlt? Mein Schieber, da ist er. Ah ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit dem Tofu Sie überzeugen kann. Ach, das wird schon. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Tofu jetzt. Was das sieht ja jetzt auch aus. Jetzt habe ich mir so einen Riesenteller. Gabel, oder? Auch Gabel, ja. So. So, ja, die sehen noch nicht so ganz durch aus hier. Und wie ist das mit Lamm? Lamm muss aber schon richtig. Ja, so ein bisschen rot darf sein. Ich mache jetzt mal aus. Vielleicht. Und lasse es aber in der Pfanne noch ein bisschen ziehen. Mhm. Da gart es nach. Mhm. Also das wird, selbst wenn es jetzt noch ein bisschen rot ist. So, na. Ja, jetzt bin guten ich gespannt. Appetit. Danke. Mmh. Mmh. Das hätte ich nicht gedacht. Hm? Gut. Mm. Alles, auch der Tofu. Mm, super. Aber auch diese Mischung aus dem Ananas und mit der Sellerie. Knackig und süß und sauer und salzig. Mm. Und salzig. Die größte Überraschung ist der Tofu. Lecker. Gut. Sehr lecker. Ist das eine eigene Zusammenstellung? Kreation. Mhm. Mm. Ja. Ja, weil ich bin, also das habe ich auch, glaube ich, von meiner Mutter geerbt. Ich würde am liebsten zu allem Salat haben. Ich brauche zu allem irgendwas Knackigen. Mhm. Knackiges. Meine Mutter ist total pervers. Die macht sich Salat in die Suppe rein und findet es herrlich und so. Das ist allerdings sehr ungewöhnlich. Das ist mir dann auch ein bisschen zu viel. Aber ich mag immer, wenn man irgendwas mit Soße hat oder auch Reis, wenn man ein gutes Risotto hat und dann Salat dazu. Ich will immer, dass es zusammenkommt. Mhm. Und deswegen mag ich diese kuriosen Mischungen. Total lecker, total lecker. So, ich habe etwas vorbereitet zu meinem Lamm. Mm. So kleine Tomätchen. Ich glaube, meine. Ich guck mal. Ach so, jetzt müssen wir hier auch noch einen roten einschicken. Mm. Ein letzter.
Trinkt man zu Lamm einen stärkeren roten? Oder? Also ich würde sagen, das ist reine Geschmackssache. Das ist reine Geschmackssache. Ich habe jetzt einen Toskana Chianti Rufina von Nipozzano Reserva, also der etwas bessere, von 2002, also relativ jung. Der ist nicht sehr schwer, aber die Toskana-Weine kann man auch nicht leicht nennen. Ja, das ist eigentlich ein schöner roter, wir probieren mal, bevor das Lamm kommt. Den kann man doch haben. Den kann man haben. Sehr lecker. Also sehr leicht, finde ich den. Ja, da ist eigentlich, man könnte es leicht nennen. Ich bin da immer sehr vorsichtig mit den Begriffen. Ja. Ich bin überhaupt kein Rotweintrinker gewesen bis dieses Jahr. Da habe ich Anfang des Jahres 6 Wochen in den Bergen so einen Skifilm gedreht. Und da war das herrlich, abends, wenn man dann eh schon in die warme Stube kam und so rote Backen hatte von der Kälte draußen. Und dann ein Glas Rotwein, das war so eine... Das ist schön. Ne? Er ist schwerer insgesamt, auch ein leichter Rotwein ist schwerer als ein Weißwein. Macht ein bisschen müde, deswegen fange ich immer mit dem Weißen an. So, die habe ich einfach nur Salz, Pfeffer, Olivenöl und ganz oben zum Grill 7 Minuten. Und dann habe ich den ausgemacht und habe sie jetzt ein bisschen drin gelassen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ich bin ja total gespannt auf das Lamm. Ja, ein bisschen Rosé, aber das darf ja Lamm sein. Ach, sieht wunderschön aus. Das darf doch sein. Sieht eigentlich sehr schön aus. Ja. Ich komm nicht dazu, zu machen. Aber es ist super. Es ist ganz zart und dann das Knusprige drumherum. Und schön die Tomate. Man nimmt eine Tomate dazu. Passt auch sehr, sehr gut. Ach, das ist eine tolle Idee. Jetzt weiß ich, wie es geht. Super. Toll, oder? Mal wieder was Neues. Ich auch. Ich habe es heute zum zweiten Mal gemacht. Ich habe es einmal ausprobiert und jetzt heute. Doch herrlich. Perfekt.